Frau Staatsrätin, Herr Botschafter, Herr Landammann, Herr Grossratspräsident, sehr geehrte Honorationen, sehr geehrte Anwesende, wie Sie wissen, der Wunsch nach direkter Mitbestimmung durch die Bürgerinnen und Bürger erlebt ja derzeit in Europa Hochkonjunktur. Die Frage nach der Einführung direktdemokratischer Instrumente wird allerdings je nach politischer Sichtweise unterschiedlich gewertet. Unser Landammann hat es ausgeführt, in der Schweiz sind die historisch gewachsenen direktdemokratischen Systeme von keiner einzigen Seite in Frage gestellt. Das wäre auch politisch sehr, sehr gefährlich für das eigene Vorkommen. Die Volksrechte, ja vielmehr, werden ja seit der Gründung des Bundesstaates sukzessive ausgebaut. Nichtsdestoweniger und nichtsdestotrotz werden in jüngster Zeit immer wieder Diskussionen geführt, wo es am direktdemokratischen System Handlungsbedarf gibt. Und das ist auch gut so, sehr gut so, denn unsere direkte Demokratie darf nicht stillstehen, sie muss sich kontinuierlich weiterentwickeln. Ich glaube, da treffen wir uns alle auch mit den Ausführungen von Herrn Professor Selle. Lassen Sie mich kurz vier Bereiche vorstellen, die aktuell Teil, nur ein Teil der schweizerischen Demokratiedebatte sind und diese Debatte wird geführt. Einerseits die Konformität von Volksinitiativen und übergeordnetem Recht, zweitens die fehlende Verfassungsgerichtsbarkeit, drittens die Höhe der erforderlichen Unterschriften zur Einreichung einer Initiative und viertens die elektronische Mitbestimmung. Aufgrund der Zustimmung zu ein paar wenigen, jedoch teilweise bedeutenden Volksinitiativen, die auch international für Aufsehen gesorgt haben, hat sich in letzter Zeit ein erhöhter Diskussionsbedarf zwischen dem Verhältnis von Volkssouveränität und übergeordnetem Recht aufgetan. Mit Ausnahme des zwingenden Völkerrechts dürfen Schweizerinnen und Schweizer zu allen Themenbereichen Volksinitiativen ergreifen. Kombiniert mit der fehlenden Verfassungsgerichtsbarkeit für Bundesgesetze gibt dies dem Volk ein praktisch uneingeschränktes Gestaltungsrecht in Bezug auf unsere Verfassung. Man kann sogar Initiativen einreichen zur Abschaffung der Sommerzeit. Dies muss nicht per se zu Reibungen mit internationalen Verträgen führen. In jüngster Zeit kam es jedoch zu Diskussionsbedarf. Den aktuellen Fall wurde erwähnt von Dr. Gentinetta im Februar letzten Jahres, stimmte das Schweizer Volk ganz knapp für eine eigenständige Steuer- und Emigration und die Einführung von Kontingenten in der Zuwanderung. Und dieser neue Verfassungsartikel steht in einem Spannungsverhältnis zum Personenfreizügigkeitsabkommen mit der Europäischen Union. Die Schweizer Bundesregierung steht damit nun von der außerordentlich anspruchsvollen, zum Teil sagt man sogar unlösbaren Aufgabe, sowohl den Verfassungsauftrag auszuführen, als auch die bilateralen Verträge mit der Europäischen Union aufrechtzuerhalten. Im Rahmen der generellen Diskussion zum Verhältnis Volkssouveränität und übergeordnetes Recht wird von verschiedenen Akteuren über die Erweiterung der Ungültigkeitskriterien für Volksinitiativen nachgedacht. Gemäß diesen Ideen sollten in Ergänzung zum zwingenden Völkerrecht auch weitere Kriterien eine Ungültigkeitserklärung der Initiative zulassen. Dieser Ansatz stößt indes auf großen politischen Widerstand. Eine zielführende, rasche und breit abgestützte Lösungsfindung in nächster Zeit ist wohl nicht absehbar. Zum zweiten Punkt. Die zweite Demokratiedebatte, welche aktuell geführt wird, schließt an diesen ersten Teil an und bezieht sich auf die bereits erwähnte fehlende Verfassungsgerichtsbarkeit mit Bezug auf die Bundesgesetze. Es handelt sich dabei bekanntlich um einen der ältesten Zankäpfel der Schweizer Demokratie und der Schweizer Politik. Die in der Bundesverfassung kodifizierten Grundrechte können nicht eingeklagt werden. Wenn ein Bundesgesetz gegen ein Grundrecht verstößt, kann das Bundesgericht nicht auf Basis des Schweizer Grundrechtekatalogs seine Anwendung aussetzen. Dieser Grundsatz gilt aber nicht für kantonale Gesetze, welche auf ihre Konformität mit der Bundesverfassung überprüft werden können. Das heißt, im Gegensatz zu Bundesgesetzen kann die Verletzung von kantonalen verfassungsmäßigen Rechten gegenüber dem Bundesgericht gerügt werden. Verschiedene bundesparlamentarische Initiativen wollten in den letzten Jahren den Grundsatz der fehlenden Verfassungsgerichtsbarkeit von Bundesgesetzen ändern. Der letzte Versuch im Jahr 2012 ist, wenn auch relativ knapp, gescheitert.
Im vergangenen Jahr, das ist die neueste Entwicklung, haben aber jetzt die Kantone, die Konferenz der Kantonsregierung, die Einführung der Verfassungsgerichtsbarkeit für Bundesgesetze gefordert. Dies insbesondere, das ist eben das Föderale auch, dies insbesondere, um das Ungleichgewicht zwischen kantonalen und Bundesgesetzen aufzuheben. Die Frage der Verfassungsgerichtsbarkeit mit Bezug auf Bundesgesetze wird also auch in Zukunft für Diskussionen sorgen. Die Gegner der Vorlage haben aber vor allem die Angst vor dem Richterstaat ins Feld geführt. Und obwohl Fehler des heutigen Systems von den Gegnern teilweise auch eingeräumt werden, so überwiegt bei den Gegnern eben doch die Überzeugung, dass durch die Verfassungsgerichtsbarkeit die direktdemokratischen Rechte des Volkes nicht beschnitten werden dürfen. Die Diskussion wird weitergeführt. Wir haben aber diesen neuen Dreh, dank eben oder undank je nach Sichtweise, der Initiative der Konferenz der Kantonsregierung, die eben dieses Ungleichgewicht aufheben will. Auch die Diskussion um die Erhöhung der Anzahl Unterschriften, welche zur Einreichung einer Initiative notwendig sind, wird in der Schweiz heftig und zunehmend noch heftiger debattiert. Die Gründe, welche für dieses formelle Erschwernis ins Feld geführt werden, sind vielfältig. Zum einen wird vorgebracht, dass sich aufgrund der starken Bevölkerungswachstumsentwicklung seit der Einführung der Volksinitiative eine Erhöhung geradezu aufdränge. Zum anderen wird darauf verwiesen, dass die modernen Kommunikationsmittel die Sammlung von Unterschriften erheblich erleichtern. Die dritte Argumentationslinie baut auf diesen Elementen auf und macht diese Entwicklung für die angestiegene Anzahl Volksinitiativen in jüngster Zeit mit oder hauptsächlich verantwortlich. Es wird davon gesprochen, dass das Instrument zunehmend zur parteipolitischen Profilierung verwendet wird und somit zweckentfremdet wird. Aber auch in dieser Frage, wie überall in der Schweiz, scheiden sich die Geister, ein Teil unserer lebendigen Politkultur. Und die zunehmende Anzahl Initiativen sei damit nur ein Zeichen der verstärkten politischen Polarisierung und der gesunkenen politischen Problemlösungsfähigkeit, sagen die Gegner einer Erhöhung der Unterschriftzahl. Dazu kommt aber auch, dass nicht nur die Anzahl Initiativen gestiegen ist, sondern auch ihre Erfolgsquote. Zum vierten Punkt. Bei der vierten Demokratiedebatte, welche ich Ihnen kurz darlegen möchte, geht es um die Frage nach elektronischer Mitbestimmung und direkter Demokratie. In den letzten Jahren hat die Informationstechnologie rasante Entwicklungen erfahren. Auch staatliche Institutionen sind davon beeinflusst. Behörden von Bund, Kantonen und Gemeinden, Politikerinnen und Politiker, die auch Parteien sind elektronisch unterwegs. Stichworte E-Government, Social Media. Aus diesem Grund haben sich in den vergangenen Jahren die Schweizerische Eidgenossenschaft, aber vor allem auch die Kantone, dafür entschieden, die Ausübung politischer Rechte zusätzlich über elektronische Verfahren zu ermöglichen, um der direkten Demokratie noch weitere Chancen zu geben. Dabei steht aktuell die Ermöglichung des Abstimmens per Internet, das sogenannte E-Voting, Vote Electronic, im Vordergrund. Die Ermöglichung des Abstimmens per Internet ist unter anderem auch mit der Hoffnung verbunden, die Stimmbeteiligung vor allem jüngerer Gesellschaftsschichten zu erhöhen. Es ist ein Riesenerfolg. Als wir eingeführt haben, erstmals nach dem Gang an die Wahlurne in der Vergangenheit, die Abstimmung, die briefliche Abstimmung, also die postalische Abstimmung auch, haben wir 10 Jahre gehabt, bis die Hälfte der Bevölkerung diesen postalischen Weg gewählt hat. Als wir das erste Mal das Abstimmen per Internet ermöglichten, primär sind die Auslandschweizer, in der Auslandschweiz haben diese Möglichkeit, haben wir beim ersten Abstimmungstermin schon 50% der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer dieses Instrument genutzt. Mittlerweile sind wir bei 70%. Das ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte und der Zug wird wohl nicht mehr zu stoppen sein. Wir sind dran, koordinieren das mittlerweile bei der Hälfte der Kantone in enger Zusammenarbeit auch mit der Bundesregierung und der Bundesverwaltung. Trotzdem, bei der Berücksichtigung digitaler Technologien im direktdemokratischen Beteiligungsprozess sind wir zwar mittendrin, aber es sind noch Fragen zu klären. Potenziale, Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen und Risiken von E-Democracy werden bei den laufenden Versuchen, sie sind immer noch in der Versuchsphase mit den Wählerinnen per Internet, mit den Wahlen per Internet, genau analysiert, welchen Einfluss auch das Sammeln von Unterschriften auf elektronischem Weg, das sogenannte E-Collecting, haben
werden kann. Das ist im Moment noch nicht möglich, aber auch das ist eine Entwicklung, die absehbar ist. Da ist es besser, die staatlichen Behörden denken jetzt schon darüber nach, wie man damit umgeht. Dazu haben wir ein breites interkantonales Projekt wissenschaftlich begleitet, das Zentrum für Demokratie in Aarau. Ist auch der Bund involviert, federführend, erfreulicherweise Kanton Aargau. Ich komme zum Schluss. Eine weitere Demokratiedebatte, nämlich die Frage nach der Transparenz von Politikfinanzierung, wirft aktuell in der Schweiz keine größeren Wellen mehr. Denn im März 2015 hat die Schweizer Bundesregierung, der Bundesrat heißt es bei uns, diesbezüglich gegenüber dem Europarat Bericht erstattet, dass man sich in der Schweiz aufgrund der Eigenheiten des schweizerischen politischen Systems bisher gegen eine gesetzliche Regelung der Parteienfinanzierung entschieden habe. Dies hat auch damit zu tun, diese schweizerische Besonderheit, dass sich die politischen Parteien hauptsächlich aus privaten Zuwendungen finanzieren. Eine staatliche Parteienfinanzierung gibt es bei uns nicht. Wie Sie wissen, sehr geehrte Honoration, sehr geehrte Anwesende, die direkte Demokratie gibt in der Schweiz den Bürgerinnen und Bürgern wirkungsvolle Instrumente zur aktiven Beteiligung am politischen Entscheidungsprozess. Und das ist auch gut so. Wie ich Ihnen aber darlegen durfte, zeigen die aktuellsten Entwicklungen der letzten Jahre auch die Herausforderungen dieses Systems auf. Und ich gehe davon aus, und ich bin sogar überzeugt, die Schweizerinnen und Schweizer und die Behörden stellen sich diese Herausforderung auch im Gespräch und im Austausch mit Ihnen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Grünfelder, auch für diese Ausführungen für die Schweiz. Nur eine Frage. In Baden-Württemberg diskutiert man darüber, über die Senkung der Quoren, und man diskutiert auch darüber, wo das entschieden werden muss. In der Schweiz diskutieren wir über die Erhöhung der Unterschriftenzahl. Nur ein Verhältnis bei der Gründung, bei der Einführung der Volksinitiative entsprach die Unterschriftenzahl 7,7% der Bevölkerung. Heute sind wir bei 2%. Gibt es eine Chance, dass die erhöht werden? Einem Nichtpolitiker darf ich diese Frage stellen. Also ich gehe davon aus, im Moment nicht, aber ich gehe davon aus, ab dem Moment, wo E-Collecting, also Sammeln elektronisch möglich wird, weil das geht schneller, als wenn man vor dem Mikro steht, oh, das muss immer noch gemacht werden. Nach wie vor ist das eine direktdemokratische Kraftanstrengung. Bis zu diesem Zeitpunkt der Einführung des elektronischen Sammelprozesses ist das eine gute Diskussion, akademische Diskussion, politische Diskussion, aber die Realität kommt dann, wenn es elektronisch vorwärts geht. Vielen Dank.